Ja, also willkommen zu Yu-Gi-Oh! World Championship 2011 Over the Nexus Schmazlock Schmanisch. Es ist ein wirklich langer Name für ein Format, okay. Wie man vielleicht am Namen bereits hört, Schmazlock Schmanisch, okay, es ist sehr stark angelehnt an die Nuzlocke Challenges in Pokémon. Das ganze Format hier wird in etwa so ablaufen, dass ich quasi den Story-Modus dieses Spiels durchspiele oder auch freie Duelle, wie auch immer, das werden wir sehen. Und ich jedes Mal, wenn ein Monster am Ende eines Duells auf dem Friedhof liegt, beziehungsweise verbannt ist, dieses Monster für den Rest der Challenge, also für den Rest des Playthroughs, nicht mehr benutzen darf, okay? Ausgenommen sind Monster, die beispielsweise für eine Synchro-Beschwörung auf den Friedhof gelegt wurden oder von mir auf den Friedhof abgeworfen wurden, also die ich selber auf den Friedhof gelegt habe. Also wirklich nur Monster, die von meinem Gegner zerstört oder verbannt werden oder was auch immer, werden dann quasi nach dem Duell nicht mehr Teil meines Decks sein. Ich muss sie dann rausnehmen, darf sie für den Rest der Challenge nicht mehr benutzen. Des Weiteren gibt es allerdings Möglichkeiten, das zu umgehen, wenn ich beispielsweise ein Monster noch bevor das Duell endet mit einer Karte wie beispielsweise Wiedergeburt oder Ruf der Gejagten zurück aufs Feld hole, dann gilt es als gerettet, okay? Ich habe die ganzen Regeln im Vorfeld nochmal erklärt gehabt, also schaut euch dazu einfach das Video an, in dem ich die ganzen Regeln erklärt habe. Ich würde sagen, wir starten einfach mal, okay? Ich habe das hier noch nie gemacht, also das habe ich mir alles quasi einfach ausgedacht und dachte mir so, hey, es wäre eine lustige Challenge. Ob das überhaupt funktioniert und wie schwierig das eventuell ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall ein paar Duellpunkte. Das bedeutet, wir können uns, wir schauen uns erstmal unser Deck an und dann können wir sogar schauen, ob wir nicht vielleicht mit dem ein oder anderen Booster dieses Deck bereits verstärken können, okay? Also es ist ein Spiel aus dem Jahre 2011, das bedeutet, es wird nur bis zur Synchro-Ära gehen. Also es ist relativ am Ende der Synchro-Ära, aber es gibt noch keine Xyz-Monster oder ähnliches. Das bedeutet, es gibt auch eine eigene Banliste in dem Spiel und so weiter. Wir haben hier eine Menge Beatsticks, außerirdischer Schocksoldat, Edelsteinritter, Granat, zweimal im Deck, 1900. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Gar nicht, okay? Den man mit Brilliant Fusion auf den Friedhof legt. Hier ist ja quasi unser Beatstick, okay? Frostosaurier, anarchistischer Mönch, Ranshin, Chiron, der Magier. Also, hier sind jetzt nicht so starke Karten. Raikou ist tatsächlich gut, muss ich sagen. Und Riesenratte. Das Ding ist halt beispielsweise eine Karte wie Riesenratte. Der Sinn der Karte besteht darin, durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt zu werden. Das bedeutet also, so eine Karte ist einmal gut und danach wahrscheinlich nicht mehr, weil wir sie dann nicht mehr benutzen können. Also, ja, es ist ein bisschen anderes Yu-Gi-Oh! Okay, also wir müssen wirklich nicht nur in einem Duell überlegen, was wir als nächstes tun, sondern wir müssen auch langfristig denken, okay, lohnt es sich jetzt das zu machen? Oder ist es vielleicht ein bisschen kritisch, weil wir dann die Karte in späteren Duellen nicht mehr benutzen können, okay? Ich muss allerdings sagen, die Fallenkarten sind wirklich nicht so gut. Beschränkungsumkehr, zweimal die normale Fallgrube gegen Synchromonster, was will man da machen? Staubtornado, sieben Werkzeuge des Banditen. Ja, im Side-Deck sind auch noch Karten, okay. Delk, der finstere Monarch, gesegnetes Licht, Magna Drache. Also ich würde tatsächlich Staubtornado nochmal dem Deck hinzufügen. Die anderen würde ich zumindest erstmal der Truhe hinzufügen. Doppelzyklon, nein. Säbelkäfer ist, glaube ich, ganz in Ordnung. 2400 braucht nur ein Tribut, macht durchschlagenden Kampfschaden. Reese, die Eisherrin, kann nicht durch Kampf mit einem Monster der Stufe 4 oder höher zerstört werden. Und es ist ein Empfänger. Theoretisch ganz gut, das bedeutet, eventuell müssen wir uns keine Sorgen um sie machen. Also, dass sie nicht zerstört wird, okay. Jedes Mal, wenn diese Karte dann geht, dann Kampfschaden und erhält sie 200 ATK. Na, ich weiß ja nicht. Packen wir es auch erstmal ins Deck. Gesegnetes Licht ist leider nur gut gegen Lichtmonster und Delk, der finstere Monarch. Es ist einer der wenigen nicht so guten Monarchen. Wenn diese Karte als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, kannst du bis zu zwei Karten im Friedhof deines Gegners wählen und sie aus dem Spiel entfernen. Lege dann dieselbe Anzahl Karten oben von seinem Deck auf den Friedhof. Während des Spielzugs, in dem diese Karte als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, kann sie nicht angreifen. Ja, das ist einer der wenigen Monarchen, die nicht gut sind. Im Extra-Deck haben wir Blitzkrieger, Gaia-Ritter, die Kraft der Erde, magischer Android und X-Sable Wayne. Also typisches Starter-Deck, okay? Ich würde mal sagen, hier
Ja, da wisst ihr was, die Karten, die ich gerade reingepackt habe, die packen wir auch mal lieber in die Truhe. Bis auf Staubtornado. Staubtornado ist actually gut. Twister ist auch, na, weiß ich nicht. Und Abfangwelle auch nicht unbedingt gut. So, das ist also fürs Erste unser Deck. Wir haben, wie gesagt, ein paar Punkte, die wir ausgeben können für Booster. Ihr seht, hier sind tatsächlich Booster, wie es sie auch in Real Life gab. Also Dark Beginning 1, Dark Beginning 2, Dark Revelation, Synchro Erwachen, Invasion der Würmer, Gerechtigkeit schlägt zurück. Ich glaube, das sind die Dual Terminal Packs. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht, ob 1:1 die Kartenlisten übernommen wurden. Auf jeden Fall ist es halt ziemlich cool, ne? Weil es gibt hier so Packs, die es auch in Real Life gab. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal ein paar Dark Revelation 1 Packs. Und schauen, was drin ist, okay? Ja, okay, diesen Bildschirm können wir überspringen. Grabwächters Beobachter, Entwaffnung, weil wir machen mal alle. So. Oh! Geister Sensenmann, Spirit Reaper, das ist auf jeden Fall eine gute Karte. Ja, die meisten anderen sind jetzt nicht so krass. Immer treuer Goblin. Frage, Anführer der Grabwächter. Fun Fact, Frage ist eine Karte, die gibt es tatsächlich noch nicht in Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ich glaube einfach, weil es schwierig ist, die Mechanik einzubauen, dass der Gegner gerade in dem Moment nicht den Friedhof sehen darf. Anführer der Grabwächter, kleiner Flügelbewacher, Grabwächters Attentäter, Skill Drain, okay. Soldat der Erzunterwäldler. Wir kaufen noch mal ein paar Dark Revelation 2. Der zweite Sarkophag, by the way, das ist eine Karte, die ist in GX-Anime vorgekommen, die hat Jaden benutzt. Also er hat sie nicht benutzt, aber sie wurde fälschlicherweise eingeblendet. Ich glaube, er wollte die Notreserve-Albtraum-Täuschung-Kombo machen und sie haben aus Notreserve einfach der zweite Sarkophag gemacht. Also es sah so aus, als würde er den zweiten Sarkophag aufflippen, also eine Karte mit diesem Artwork ist erschienen. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, welche Karte er eigentlich aktivieren wollte, aber auf jeden Fall gab es da irgendwie so einen Fehler und es ist so weird. Einfach Jaden Stack mit dem zweiten Sarkophag, okay. Rückstoßdrache ist auf jeden Fall ganz in Ordnung. Drillago, oder auch bekannt als Super Drill. Ja gut, also wen ich auf jeden Fall noch ins Deck packen würde, ist der gute Geistersensenmann, denn der kann nicht durch Kampf zerstört werden. Das ist für dieses Format tatsächlich recht gut. Ist sogar auf 1. Ich weiß nicht, wen... Was nehmen wir dafür raus? Nehmen wir Säbelkäfer, geflügeltes Nashorn. Wenn eine Fallenkarte aktiviert wird, kannst du diese offene Karte vom Spielfeld auf die Hand ihres Besitzers zurückgeben. Warum sollte ich das tun wollen? Auf der anderen Seite ist Riesenratte auch keine gute Karte für dieses Format, weil wie gesagt, du benutzt sie einmal und dann, ne, ihr Sinn besteht darin, zerstört zu werden. Ich glaube, wir können Riesenratte rauspacken. Und packen einfach noch irgendeine Karte rein. Packen wir noch Drillago rein, okay? Für den Marik Flex. Wie gesagt, ich weiß absolut nicht, worauf das hier alles hinauslaufen wird. Ich weiß nicht, wie das bei euch ankommen wird. Ich weiß nicht, inwiefern das alles umsetzbar ist. Aber wir starten jetzt erstmal mit dem Story-Modus, okay? Ja, der Story-Modus dreht sich so ziemlich um die dritte Staffel von 5Ds. Wo sie quasi für eine Zeit lang in dieser Wildweststadt gewesen sind und Callan dann plötzlich wieder aufgetaucht ist, können wir das nicht überspringen. Das ist echt gerade, ich meine, diese atemberaubende Nintendo DS-Grafik, oder? Aber hey, man muss dem Spiel lassen. Also, Spiele, die im Jahr 2021 rauskommen, wie beispielsweise Rush Duel, Dawn of the Battle Royale, haben keine bessere Grafik, okay? Das ist echt traurig. Das ist verdammt traurig. Es ist wirklich traurig. Es ist sehr traurig. Es ist maximal traurig, aber okay. Da war, glaube ich, Team Unicorn. Ja. Ich denke, das ist die Szene, wo André und Jean quasi Breo kennengelernt haben und ihn jetzt in sein Team, in ihr Team aufgenommen haben. Wir müssen später auch den Turbo-Duell Grand Prix spielen, also, ich erinnere mich, dass es da einige kritische Duelle gab, beispielsweise gegen Primo mit seinem Maschinenimperator Wiesel. Das war wirklich nicht cool, okay? Ich kann mich absolut nicht daran erinnern, dass dieses Spiel zu Beginn des Story-Modus so eine lange Cutscene hatte.
Was sind das für Effekte? Da sind die drei Imperator von Iliasta. Und da war eine Menge Motorräder. Da war das Unendlichkeitszeichen, welches sich quasi im Wasser spiegelt. Das ist eine Sache, die gerne in Japan bzw. in Anime eingebaut wird. So, wir machen ein Zeichen in Form einer Brücke, welches sich dann im Wasser spiegelt, wodurch das Zeichen erst komplett ist. Das gab es auch mal in der Folge von Detective Conan. Habe ich, glaube ich, in Detective Conan Hobbs genommen schon mal erwähnt gehabt. Und das ist der Kreis der drei Iliasta-Imperatoren. Und es dauert wirklich lange, bis wir dazu kommen, unser erstes Duell zu spielen. Vielleicht kann das Schicksal nicht vermieden werden. Können wir der Vernichtung nicht entgehen? Deswegen sind wir drei hierher zurückgekehrt, nicht wahr? Wir haben noch Zeit. Lasst uns ruhig und konzentriert bleiben. Buahahaha. Ich glaube tatsächlich, hier wurden die Story-Dialoge vernünftig übersetzt. Also, soweit ich mich erinnern kann, wurden hier zumindest die Dialoge der Charaktere vernünftig übersetzt und ausschließlich manche Nebensätze, zum Beispiel in Duellen, wenn die Charaktere irgendwas sagen, wenn da ihre Sprechblasen eingeblendet werden, die sind einfach nur Google-Übersetzer-mäßig übersetzt, okay? Das bedeutet, dieses Spiel aus dem Jahre 2011 ist einfach Spielen, die 10 Jahre später rauskommen, einen Schritt voraus, was das angeht. Das ist echt traurig. Hast du schon mal ein Yu-Gi-Oh! 5Ds Trading Card Game gespielt? Es gibt doch nur eins. Hast du schon mal ein Yu-Gi-Oh! Trading Card Game gespielt? Vor allem, es ist ausschließlich beschränkt auf 5Ds. Ich glaube, damals wurde das Ganze halt noch vermarktet als Yu-Gi-Oh! 5Ds und irgendwann kamen dann noch 6 und Arc 5 und dann dachten sie sich so, hey, okay, belassen wir es einfach bei Yu-Gi-Oh! Ja, ich habe schon mal Yu-Gi-Oh! Gespielt. In dieser Welt gibt es 4 verschiedene Arten Duelle. Wenn du die verschiedenen Stile meisterst, kannst du auch dein Talent als Duellant verbessern. Beachte, dass dein Fortschritt in 5D-Story-Modus nur an bestimmten Punkten gespeichert werden kann. Was gibt es denn für 4 Arten von Duellen? Ich glaube, normale Duelle, Turbo-Duelle, Tag-Team-Duelle und Tag-Team-Turbo-Duelle wahrscheinlich. Ja, genau so war's. Der Anfang. Die Grenzlande Crash Town. Der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, ist gekommen. Wer hätte ahnen können, dass die Dinge sich so entwickeln würden, wie sie es taten? War es Schicksal, war es Bestimmung, war es nichts als reiner Zufall? Junge, rede doch nicht so viel. Komm schon, komm zum Punkt, okay? Und sein Name ist... CK! Ja, das bin ich. Willst du denn niemals aufwachen? Oh. Achso, das war nur ein Traum. Endlich, für einen Moment habe ich wirklich gedacht, du seist tot. Das ist Klaus. Wir wohnen bei Klaus. Ich weiß nicht, warum wir bei Klaus wohnen, aber wir wohnen bei Klaus, okay. Was stimmt denn heute nicht mit dir? Ich bin's, Klaus. Du hast bestimmt davon geträumt, ein Superstar-Turbo-Duellant zu sein, oder? Ich weiß, sagst immer, du willst ein Turbo-Duellant in der Stadt werden, aber das sind Träumereien. Wie auch immer, ich gehe zur Arbeit. Ich muss Düne aus der Mine holen. Ich bin überfordert. Düne oder Dein, keine Ahnung, lässt Dual Runner fahren und wir leben davon, es auszugraben. Das ist auch so eine Sache, die ich nie ganz verstanden habe. Sie haben das als Dual Runner übersetzt, aber es heißt doch D-Wheel, oder nicht? Ach ja, hätte ich beinahe vergessen, dein Deck liegt auf dem Tisch. Ach ja, genau so war's. Wir haben unterschiedliche Decks für den Story-Modus und fürs freie Duell und das ist immer so kompliziert, das zu managen, weil man bei beiden dann halt Sachen verändern muss, wenn man Karten reinpacken will. Ah, ja, das. Ja, ich erinnere mich daran, dass es echt nervig gewesen ist bei dem Spiel. Kennt ihr das? Spiele, in denen man noch manuell speichern muss? Okay. Komm, ich will jetzt ein Duell machen. Das ist West. Das ist so ein Typ, der wird entführt. Das ist seine große Schwester. Die wird ebenfalls entführt. Und wir müssen sie befreien. Nee. Ihr Dad wurde entführt und wir müssen ihnen helfen, ihren Dad zu befreien. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also wer, wie gesagt, die dritte Staffel von 5Ds gesehen hat, wird ungefähr wissen, was hier Sache ist, ja. Es war ein recht kurzer Arc. Es waren, glaube ich, gerade mal irgendwie 12 Folgen oder so. Weiß ich jetzt spontan nicht. Ist ein bisschen länger her, dass ich es gesehen habe. So, ich glaube, zuletzt vor einem Jahr oder zwei. Und da finde ich es krass, dass sie halt aus diesen paar Folgen hier so einen eigenen Modus gemacht haben. Das ist tatsächlich so bei den 5Ds-Spielen. Sie haben quasi alle eigene Abschnitte der Story integriert. Also das 2009 World Championship Spiel war halt das
Das war halt der Anfang von 5Ds. 2010 war, glaube ich, Reverse of Arcadia. Da ging es, glaube ich, halt um die finsteren Auserwählten und so weiter. Und dann jetzt hier in dem Spiel geht es halt um diese Wild West Story. Das war dann leider auch das letzte Spiel. Es könnte hier viele Wasseradern geben, da der Brunnen selbst in der Trockenzeit nicht austrocknet. Okay. Ja, hier, das ist das Geheimversteck von denen. Das war leider das letzte Spiel. Nach 2011 kam kein 2012 mehr. Und dann auch kein 2013. Irgendwann kam Yu-Gi-Oh! Sechstel World Duel Carnival, was absolut grottenschlecht ist. Und dazu werde ich auch demnächst noch ein Video machen. Aber ja. Ah, da bist du ja. Es gibt da etwas, das ich dir wirklich zeigen möchte, CK. Schau. Ich bin sicher, du wirst Spaß haben, aber es dauert ein bisschen, bis es fertig ist. Warte kurz. Okay, wie wäre es, wenn wir uns so lange duellieren, bis alles bereit ist? Ja, endlich! Das ist alles, was ich hören wollte, mein Freund. Wir müssen übrigens, um zu entscheiden, wer anfängt, Knöpfe drücken. Also es gibt nicht dieses typische Schere, Stein, Papier Prinzip, sondern wir müssen quasi mit unserer Pistole 5 Karten durchschießen. Im Anime war es, glaube ich, so, wer zuerst 5 Karten gezogen hat, darf anfangen. Ah, warte, ich werde jetzt überfordert sein. Sekunde. Leg den Touchpen weg, als ob ich ihn in der Hand hätte. Oh mein Gott. Ja, was? Ah! Wir haben es tatsächlich geschafft. 2 Sekunden 21. Ja, das habe ich schon mal schneller hinbekommen, definitiv. Aber, da ich das gerade nicht mit dem DS, mit den DS-Knöpfen spiele, sondern mit einem Controller, bin ich da etwas verwirrt, okay? So, das ist unser erstes Duell. Naturia Kirschen verfehlt tatsächlich auch so ein bisschen ihren Sinn in diesem Format, ne? Denn der Sinn der Karte ist es ebenfalls, zerstört zu werden. Und dann, na, es ist kritisch. Ich würde sagen, als erstes beschwören wir mal Geflügeltes Nashorn, denn das hat 1800 Angriffspunkte. Und dann spielen wir eine Karte verdeckt und beenden an der Stelle unseren Zug. Übrigens sollten Zauber- und Fallenkarten zerstört werden, wie beispielsweise mit MST oder die Aktivierung annulliert werden und die Karte dann zerstört werden, wie zum Beispiel mit Feierliches Urteil, dann gilt diese Karte ebenfalls, wie auch die Monster, als besiegt auf dem Friedhof im Reich der Schatten, wie auch immer, und die darf ich dann auch nicht mehr benutzen, okay? Also, aber das werden wir alles im Laufe des Formats dann noch genauer erkunden. Er hat ein Monster beschworen mit 1000 Angriffspunkten. Narrenkonfit. Oh nein. Oh nein, es ist eine Synchrobeschwörung. Waffe aus der Waffenkammer. 1800. Hätte ich mal Fallgrube auf das Ding aktiviert, aber naja. Aber Waffe aus der Waffenkammer 1800. Nein, ich bekomme 500 durch Schnellspannritter. Nein, wir sind sowas von... Ach nein, unser Monster verliert 500. Wir haben ein Problem. Okay. Waffe aus der Waffenkammer, scheinbar zu OP für dieses Spiel, okay? Also unser, ich weiß nicht, wie heißt der, Nashornritter, wurde zerstört. Das bedeutet, er liegt jetzt auf dem Friedhof und sollte ich es nicht bis zum Ende dieses Duells schaffen, ihn zurückzuholen, dann muss ich ihn aus meinem Deck rausnehmen und darf ihn für den Rest des Spiels nie wieder benutzen, okay? Geflügeltes Nashorn, meine ich, pardon. Okay, ich würde sagen, wirf eine Zauberkarte von der Hand ab, zerstöre eine Zauberkarte. Na, wir haben keine Zauberkarte auf der Hand. Ja, Spielzug, wähle einen auf das Monster, das halbiere die ATK des Monsters bis zur Endphase. Das ist doch gut. Killerbiene. Nee, Panzerbiene. Killerbiene ist das normale Monster von Weevil. Hier haben wir tatsächlich noch Turnplayer Priority. Das bedeutet, wir können beispielsweise Karten wie Finsterer bewaffneter Drache nutzen und ihre Effekte aktivieren, bevor der Gegner sowas wie bodenlose Fallgrube aktivieren darf. Das war damals tatsächlich so, okay? Wir halbieren die Punkte von Waffe aus der Waffenkammer, hat nur noch 900 Punkte und dann... Gehen wir in die Battle-Phase und greifen mit Panzerbiene-Waffe aus der Waffenkammer an und... Okay, es kommt keine Fallenkarte. 700 Punkte Schaden für dich, West. Ich meine... Eine x-beliebige Himmelsrichtung, wenn man so will. Spielen wir noch eine Karte verdeckt und beenden unseren Zug. Ich weiß gar nicht, was er überhaupt für ein Deck spielt, wenn ich ehrlich bin. Schnellspannritter, das ist nochmal derselbe Typ. Das ist beim letzten Mal nicht gut ausgegangen. Ich würde sagen, wir aktivieren Fallgrube.
Okay, er hat keinen Konter dagegen. Also jetzt als Beispiel, Fallgrube ist ja jetzt auch auf meinen Friedhof gegangen, da ich sie benutzt habe. Die zählt nicht als zerstört, denn die habe ich ja aktiviert und sie ist ja willentlich durch mich auf meinen Friedhof gegangen, deswegen wird die weiter halt im Deck erlaubt sein, ja. Könnten mit drei Geki-Brecher seine verdeckte Karte zerstören, aber die hat er bis jetzt nicht aktiviert, dann wird das nichts Gutes sein. Wir haben Naturia Kirschen. Und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, sie zu beschwören, denn dann können wir eine Synchro-Beschwörung machen zu entweder X-Sable Wayne oder magischer Android. Ich würde sagen X-Sable Wayne. Denn falls wir das tun, dann können wir seinen Effekt aktivieren und ein Kriegermonster der Stufe 4 oder niedriger von unserer Hand beschwören. Und zwar Dreizack-Krieger. Theoretisch könnten wir mit dem noch ein Monster der Stufe 3 beschwören, aber erstens haben wir keins und zweitens geht das nur, wenn er als Normalbeschwörung beschworen wird, nicht wenn er spezial beschworen wird. Und dann greifen wir mit Dreizack-Krieger direkt an, wenn er jetzt Spiegelkraft hat. Ich raste aus, okay? Warum sollte er Spiegelkraft haben? Du bist irgendein random Junge, der sich ein paar Karten zusammengekratzt hat, okay? X-Sable Wayne, greif an. Ich muss gleich nur schauen, wie ich mein Story-Deck editiere. Das ist auf jeden Fall möglich, aber, ja, also das darf man dann natürlich nicht vergessen, nach jedem Duell das zu ändern. Also auch in diesem Fall jetzt, die Monster, die ich für die Synchro-Beschwörung von X-Sable Wayne auf den Friedhof gelegt habe, liegen zwar auf dem Friedhof, aber sie wurden ja nicht zerstört. Ich habe sie ja selber für eine Synchro-Beschwörung als Material benutzt. Die gelten dann nicht als zerstört. Die darf ich im nächsten Duell noch benutzen. Das Monster, was allerdings von Waffe aus der Waffenkammer im Kampf zerstört wurde, das darf ich nicht mehr benutzen. Wenn ich es nicht schaffe, in diesem Duell es noch vom Friedhof zu beschwören. Ich glaube, ich habe aber ehrlich gesagt gerade gar keine Karte, die das kann. So, ich würde tatsächlich sagen, dieses Duell ist so gut wie vorbei. Denn wir aktivieren jetzt unsere Fallenkarte Raigeki-Brecher und werfen Kiron den Magier ab und zerstören sein verdecktes Monster. Und dabei handelt es sich um Finstermeer-Rettungsboot. Das ist eine Karte, die Grygar gespielt hat. Die kam in dem unlogischsten, in dem unlogischsten Turbo-Duell aller Zeiten vor, und zwar in dem Duell zwischen Crow und Grygar. Obwohl, das unlogischste Turbo-Duell aller Zeiten will ich nicht sagen, okay? Darauf will ich mich noch nicht festlegen. Wir greifen da mit X-Sable Wayne und... Das wär's. Okay. Das sind eine Menge Punkte, die wir bekommen haben. Aber wenn man immer einen Bonus abgeschlossen hat, den man noch nie hatte, dann bekommt man halt mehr Punkte. Also, zu Beginn des Spiels bekommt man relativ häufig eine Menge Duellpunkte und dann später halt nicht mehr unbedingt. Spore! Da. Ah. Das ist auch eine Karte, die man eher vom Friedhof benutzen will, ne? Aber wenn sie. Wenn, ja, doch, Spore ist eigentlich ganz gut. Spore ist gut. Aber nur, wenn wir Pflanzenmonster haben. Was? Jetzt muss ich mich auch noch mit ihr duellieren? Warte mal, zunächst mal speichern wir hier, okay? So, jetzt ist ganz wichtig. Ich habe ja ein Duell verloren. Das bedeutet, ich muss das Monster, welches, Sekunde, welches war das denn nochmal? Das war Geflügeltes Nashorn. Das wurde zerstört, das muss ich rausnehmen und durch ein anderes ersetzen. Okay, das kommt auf die Liste der für den Rest des Spiels verbotenen Monster. So, wir schauen mal, was können wir dafür reinpacken? Ich würde sagen... Wir haben ja noch nicht allzu viel Auswahl. Spore, wir haben keine Pflanzenmonster. Doch, wir haben Naturia Kirschen. Aber Naturia Kirschen ist eigentlich auch nicht wirklich gemacht für das Format, ne? Aber ohne Naturia Kirschen haben wir keine Empfänger. Doch, wir haben X-Sable Erbelum. Ah! Es ist so schwierig, es fängt schon an mit dem Struggle. Karten, die eigentlich gut sind, sind hier nicht gut. Spore sagt, falls diese Karte empfiehlt, kannst du ein anderes Pflanzenmonster von... Ich weiß ja nicht. Warte mal, wir können ja filtern. Wofür gibt es einen Filter? Spezialbeschwörung. Empfänger. Die ist doch gut. Die kann nicht durch Kampf zerstört werden. Und der hat wenigstens Angriffspunkte. Da müssen wir jetzt aber dennoch ein paar weitere Monster ins Deck packen. Der hat 1800 und der kann sich in Dev switchen, okay?
Ich will jetzt nicht zu viel Zeit mit dem Deckbau verschwenden. Aber ist jetzt auch das Deck, was ich gerade bearbeitet habe, jetzt für den Story-Modus ebenfalls bearbeitet? Weil ich meine, es ist tatsächlich so, dass ich das Story-Modus-Deck separat bearbeiten muss. Oder war das in den Tag Force-Spielen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Vielleicht könnt ihr das in die Kommentare schreiben. So, wir machen noch das Duell hier und dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall erstmal der Start, okay? Hübsch und hübscher, so heißt der Deck, das ist wirklich sehr kreativ, okay? Oh, 2 Minuten und 5 Sekunden, wir werden immer besser. Wir fangen an. In diesem Spiel ist es tatsächlich noch lobenswert anzufangen, denn man darf hier noch eine sechste Karte ziehen. Also Anfang ist im modernen Yu-Gi-Oh! Trotzdem gut, weil du halt Kombos machen kannst und der Gegner dann wahrscheinlich gar nichts mehr machen kann. Aber in Legacy of the Duelist war es ja unter anderem so. Ich meine, wenn man so mit Anime-Decks spielt und so, na, die eine Karte ist schon sehr relevant. Ich würde sagen, wir beschwören Edelstein Ritter Granat. Und spielen eine Karte verdeckt und beenden unseren Zug. Wie willst du über Edelstein Ritter Granat kommen mit 1900 Angriffspunkten, Nico? Ich wusste gar nicht, dass das ein Mädchenname ist. Doch! Nico Robin. Botanisches Mädchen. Wenn die Karte zerstört wird, kann man sich ein Pflanzenmonster auf die Hand nehmen, okay. Zwei Set. Solange das keine Sakuretsu-Rüstungen oder sowas sind, ist ja alles in Ordnung. Ich würde sagen, spielen wir unseren Explodierdrachen. Und dann greifen wir mit Edelstein Ritter Granat an. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Dornmauer, aktiviere diese Karte nur, wenn ein offenes Monster vom Typ Pflanze, das du kontrollierst, angegriffen wird. Zerstöre alle Monster in Angriffsposition, die dein Gegner kontrolliert. Es ist quasi Spiegelkraft, wenn ein Pflanzenmonster angegriffen wird. Komm schon, Mann. Nein. Oh Mann. Ich kann immerhin mit Beschränkungsumkehr Explodierdrache zurückholen, um ihn vor der endgültigen Verbannung zu schützen. Aber Edelsteinritter Granat ist verloren. Aber wir können ihn, wir können ihn mit Monster Reinkarnation noch auf die Hand zurücknehmen. Genau, das geht natürlich auch. Ne? Also dann ist die Karte auch gesaved. Sollte sie dann allerdings wieder auf den Friedhof gelegt werden, durch den Gegner, dann ist sie halt wieder weg. Ne? Also noch ist nichts verloren. Also sie greift an mit botanisches Mädchen. 1300 Schaden. Und wir müssten beide unsere Monster jetzt noch retten können. Ein Monster-Set. Nein, wir wollen nichts aktivieren. Wir ziehen und es ist Schildeinschlag. Beziehungsweise Schildstoß. Aktivieren wir das und zerstören sein Monster im Verteidigungsmodus. Ihr Monster. Nein, Dandelion! Ah, okay. Übrigens, irgendwer hat in einem meiner letzten Videos und unter einem meiner letzten Videos kommentiert, hä, wieso ist denn Löwenzahnlöwe verboten? Und ich habe dann so versucht zu erklären, ja, die Karte ist ein bisschen broken mit Link-Monstern, ne? Also, weil du kannst ihn als Link-Material benutzen. Dann beschwört er zwei weitere Spielmarken. Die sind dann nochmal zwei Link-Materialien. Ist quasi Instant Link 3, ist raussuchbar mit Karten wie Einzelfeuerblüte. Muss nicht unbedingt sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Und, Löwenzahnlöwe ist krass, okay? Nur, dass wir darüber geredet haben. Aber jetzt müssen wir uns darum kümmern, unsere Monster zurückzuholen. Ich würde sagen, wir aktivieren zunächst mal Staubtornado, okay? Und wisst ihr, was auf seinem Weg liegt? Richtig, die schwarze Tür von Chaz, okay? Ich habe das Duell zwischen Chaz und seinem Bruder einfach viel zu häufig gesehen. Nein! Chain, Beschränkungsumkehr. Das bedeutet, er kommt erst aufs Feld zurück, dann wird Beschränkungsumkehr zerstört und dann wird Löwenzahnlöwe zerstört. Das bedeutet, sie bekommt nochmal zwei Spielmarken. Das ist wirklich nervig. Das ist wirklich nervig. Das sind die Goat-Format-Plays, okay? Auf den MST noch ruft der Gejagten an Chain, um Sangan zurückzuholen und sich dann noch ein Monster zu suchen. So, aber trotzdem, können wir jetzt Beschränkungsumkehr aktivieren? Und unseren Explodierdrachen vom Friedhof zurückholen. Dadurch müssen wir uns keine Sorgen machen, dass er für immer verboten sein wird. Denn wir schicken ihn jetzt selbst auf den Friedhof für die Beschwörung von Frostosauria. Also,
Explodierdrache wurde zuvor im Kampf zerstört. Nicht durch Kampf, sondern durch eine Fallenkarte. Er wurde jedenfalls zuvor von dem Gegner zerstört. Wir haben ihn aber jetzt zurückgeholt. Jetzt liegt er zwar wieder auf dem Friedhof, aber ich habe ihn selbst auf den Friedhof gelegt, indem ich ein Monster als Tributbeschwörung beschworen habe. Das bedeutet, obwohl er jetzt auf dem Friedhof liegt, ist er sicher für das nächste Duell. Wenn ihr versteht, was ich meine, okay? Bisschen tricky, aber so funktioniert das. Dann aktivieren wir noch Monster Reinkarnation und holen uns Edelsteinritter Granat zurück. Und dadurch ist er auch nicht mehr auf dem Friedhof und ist dementsprechend sicher. Ich weiß jetzt nicht, soll ich botanisches Mädchen angreifen, weil dann kann sie sich ein Pflanzenmonster suchen. Oder soll ich die Token angreifen? Die Token sind halt ungefährlich. Ich weiß es nicht. Greifen wir einfach botanisches Mädchen an. Früher oder später müssen wir das sowieso machen. Nein! Okay, also das Ding wird nicht zerstört. Eigentlich ist das total dumm, was sie gemacht hat, weil Heckenschutz verhindert, dass ihr Monster zerstört wird, aber sie bekommt mehr Schaden. Aber sie will doch, dass botanisches Mädchen zerstört wird, damit sie sich ein Pflanzenmonster suchen kann. Keine Ahnung, okay? Wir werden sehen. Frostosaurier wird das alles schon regeln. 2600 Angriffspunkte. Was relativ viel für die damalige Zeit, glaube ich, gewesen ist, für ein normales Monster, das nur ein Tribut benötigt. Cybertech Alligator mit 2500 war ja, oder der Beauftragte der Dämonen mit 2500 war schon sehr stark. 2,6 ist dann noch stärker. Gibt's ein Monster, das keine Bedingungen hat, also einfach normales Monster, das nur ein Tribut benötigt und mehr als 2600 Angriffspunkte hat? Ich glaube tatsächlich nicht, oder? Also Frostosaurier ist da schon der Beste seiner Klasse. Beschwören wir noch Edelsteinritter Granat. Und ey, wenn sie jetzt wieder Heckenschutz hat, dann raste ich aus, ne? Wir greifen botanisches Mädchen an. Und ich bin mal gespannt, was für ein Pflanzenmonster sie sich sucht. Pflanzen sind immer so gefährlich. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man die richtigen Pflanzen spielt, dann kann das wirklich nicht gut enden mit Spore und Einzelfeuerblüte und so weiter. Aber wenn man so Sachen wie Insas Tomate spielt, dann muss man sich auf der anderen Seite keine Sorgen machen, okay? Wir greifen mit Frostosaurier noch einen Token an. Und dann beenden wir unseren Zug. Übrigens, Dandelion, also Löwenzahnlöwe, eine Karte, die Jaden gespielt hat. Wissen viele, glaube ich, gar nicht. Also man würde vermuten, weil es halt ein Pflanzenmonster ist und es auch competitive in Pflanzen-Synchro-Decks benutzt wurde, dass die Karte von Akiza gespielt wurde, aber das wurde sie nicht. Es ist Jadens Karte. Ist, glaube ich, auch eine der Karten, die er gemalt hat und dann in den Weltraum geschickt hat, zusammen mit den Neo-Weltraum-Monstern. Ich glaube, er hat da so eine Reihe von Karten, die halt weder Elementarhelden noch Neo-Weltraum-Monster sind, so wie halt Dandelion, Kartenblocker, Kartenkavallerist, Kartenauswerfer. Das sind alles so Karten, auch Todeswache. Die haben kaum Punkte. Oh nein, eine Synchrobeschwörung. Stufe 5. Aber haben halt halbwegs brauchbare Effekte. Magischer Android, oh nein. Ah! Das wird wehtun. Oh nein. Das ist das zweite Mal, dass Garnet zerstört wird. Man dachte schon, er könnte nicht nutzloser sein, als ein einfaches Target für Brilliant Fusion zu sein, aber imagine, du wirst zweimal im selben Duell zerstört. Ich hab versucht, dich zu retten, Kollege, okay? Was soll ich machen? Woher soll ich wissen, dass sie magischer Android hat? Kann man sich denken, haben wir auch, ist Standard, aber egal. Magischer Android, sie bekommt 600 Lebenspunkte in der Endphase. Fallgrube ist tatsächlich gut. Fallgrube ist, glaube ich, theoretisch wäre bodenlose Fallgrube besser, aber egal, wir haben sie aktuell nicht, wir haben nur die normale Fallgrube. Fallgrube ist, glaube ich, actually gut, weil man damit Monster des Gegners zerstören kann und so verhindern kann, dass die eigenen Monster zerstört werden. Und das ist ja das Schlimmste, was uns hier quasi passieren kann, ne? Dass die eigenen Monster zerstört werden. Frostosaurier regelt inzwischen die Angelegenheit mit magischer Android. Keine Fallenkarten werden von ihr aktiviert, das ist interessant. Wir spielen Deskoala noch verdeckt. 1800 Verteidigungspunkte, also ich denke nicht, dass sie da spontan drüber kommen wird. Und mit Fallgrube sind wir sicher. Sollte sie irgendeinen Empfänger beschwören und nur versuchen, auf Synchromonster zu gehen, werden wir sofort Fallgrube zünden, falls wir es können. Okay? Also Stand jetzt ist Edelsteinritter Granat die einzige Karte, die wir hier nach aus dem Deck entfernen müssen. Ihr seht, es werden halt nach und nach immer Karten aus dem Deck entfernt und irgendwann haben wir keine guten Karten mehr übrig. Das bedeutet, es wird von Zeit zu Zeit schwerer. Natürlich können wir uns auch Booster kaufen und damit
zirkuliert das Ganze so ein bisschen. Wir bekommen Karten dazu, wir verlieren Karten. Aber ich sag mal so, nach und nach werden auch starke Karten verschwinden und dann wird es nicht mehr so einfach sein, sie zu ersetzen. Zunächst mal spielen wir jetzt hier Super Flinker Mega Hamster verdeckt und greifen mit Frostosaurier das verdeckte Monster an. Ich hoffe, das läuft jetzt nicht darauf hinaus, dass jeden Zug ein Monster verdeckt spielt und... Oh, Naturia Kirschen. Die Karte haben wir ebenfalls. Hat sie gefühlt das gleiche Deck wie wir? Okay, sie beschwört noch zwei weitere Naturia Kirschen in verdeckter Verteidigungsposition. Eine weitere? Du kannst bis zu zwei und du beschwörst nur eine. Okay, interessant. Wir haben zwei Monster mit 1800 Dev verdeckt. Also das ist, denke ich, ganz in Ordnung. Haben wir überhaupt ein Target für Super Flinker Mega Hamster? Ich glaube, die Riesenratte, ne? Aber die Riesenratte haben wir rausgenommen aus dem Deck. Oder? Habe ich die rausgenommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Also schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch diese Challenge-Idee gefällt. Und ob ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge habt. Irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder so. Weil ich wüsste nicht, dass sowas schon mal vorher gemacht worden wäre, um ehrlich zu sein. Also, kann sein, aber ich weiß es nicht. Ja, das ist der Nachteil des Spiels. Es gibt relativ lange Wartezeiten. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein Spiel aus dem Jahre 2011 mit einer Menge Karten, die einprogrammiert wurden und einer Menge Möglichkeiten. Und da ist es schon verständlich, dass die CPU-Gegner manchmal überfordert sind. Okay, noch eine weitere Karte verdeckt. Da sind mittlerweile drei Backrow. Das macht mir ein bisschen Angst. Wir wissen aber, dass ein verdecktes Monster Naturia Kirschen ist. Also das ist nichts, wovor man Angst haben müsste. Und das kann auch eins unserer verdeckten Monster einfach zerstören. Spalt. Wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten langsam mal in die Offensive gehen, okay? Wir flippen unseren super flinken Mega-Hamster. Und das erlaubt es uns, ein weiteres Monster vom Deck zu beschwören. Xsäbel Erbelum! Oder Raikou. Ich würde tatsächlich sagen, Xsäbel Erbelum. Und, na, wollen wir das Koala flippen? So weit wollen wir noch nicht gehen, okay? Wir greifen mit Super Flinker Mega Hamster die Naturia Kirschen an. Buch des Mondes. Das ist ja sowas von dumm auf ein Flipmonster. Dann können wir das ja gleich wieder benutzen. Okay, so viel dazu. Dann beschweren wir gleich auch noch Raikou. Und dann greifen wir halt mit Frostosaurier die Naturia Kirschen an. Okay. Und dann... Scheinbar hat sie tatsächlich nur zweimal Naturia Kirschen im Deck. Dann beenden wir unseren Zug. Wir haben drei verdeckte Monster. Also wenn wir die gleich alle flippen, dann ist aber... Dann ist Schicht im Schacht, okay? Dann ist vorbei. Main Phase 1, komm schon. Tu einfach nichts, beende einfach deinen Zug und dann ist alles entspannt, okay? Dann haben wir kein Problem miteinander. Dann ist alles gut. Dann ist alles gut, okay? Beende einfach deinen Zug. Komm schon. Insas-Tomate. Wenn ein anderes offenes Monster formt, die Pflanze als Ziel für den Effekt an den Zauber, kannst du diese Karte nutzen, um zwei Karten zu ziehen. An sich habe ich keine Angst vor dem Ding, aber es könnte natürlich sein, dass sie Xsäbel Erbelum angreift. Und in diesem Spiel ist es so, sie wird zu 100% Xsäbel Erbelum angreifen. Das einzige Monster, was das Ding zerstören könnte. Und deshalb will ich auf Nummer sicher gehen, Fallgrube zerstört das und dann ist gut. Beschränkungsumkehr! Was holt sie zurück? Kirsch-Insas-Tomate. Was macht die nochmal? Das ist ein Empfänger. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Ring, kannst du bis zu zwei Insas-Tomaten als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Sie können aber nicht als Synchromaterial in dem Zug benutzt werden. Sie wird sowas von mit Kirsch-Insas-Tomate Xsäbel Erbelum angreifen. 100%. Ich weiß es einfach. Aber nur wenn die durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird. Das bedeutet, wir können einfach Spalt aktivieren und das damit umgehen. Welches Monster greifst du an? Greif eins der 1800 Verteidigungspunkte Monster an und dann ist alles in Ordnung. Selbstverständlich greift sie das einzige Monster an, was sie zerstören könnte. Wir haben drei Monster verdeckt. Und sie greift ausgerechnet Xsäbel Erbelum an. Ich wusste es einfach. Unser bester Empfänger ist weg. Und wir haben, soweit ich weiß, keine Möglichkeit, die zurückzuholen. Warum? Es liegen drei Monster verdeckt und du greifst ausgerechnet das eine an. Was nur 200 Verteidigungspunkte hat, mit dem 700 Angriffspunkte-Monster. Als ob das Zufall ist. Als ob das Zufall ist. Es ist sowas... Junge, Alter, okay. Um zu vermeiden, dass sie zwei Insas-Tomaten beschwört, würde ich Spalt aktivieren. Und dann beschwören wir Kiron den Magier, okay? Jetzt wird's ernst, Freunde. Jetzt ist Spaß vorbei, okay?
Wir flippen nochmal unseren super flinken Mega-Hamster. Kannst du gerne wieder bucken, wenn du möchtest. Und beschwören Raikou, lichtverpflichteter Jäger. Ich muss mal kurz rechnen. 2,6 auf das Ding. 1,1, 2,9. 4.000. Das reicht definitiv noch nicht. Also würde ich das Koala an der Stelle noch nicht flippen. Wir greifen mit Frostosaurier an. Ah, da ist die dritte. Naturia Kirschenkarte. Ist immer so. Ich hätte das Gefühl, das hat 200 Death und du greifst mit 2,6 an, obwohl du auch mit 1100 mit dem superflinken Mega-Hamster hättest angreifen können und es genauso zerstört worden wäre. Naja, kann man vorher nicht wissen, okay? Man kann nicht wissen, ob da vielleicht ein Monster mit 2000 Death liegt. Heckenschutz zum Beispiel hat sie ja auch vorhin abgeworfen. Hat 2100. Hätte ja sein können, dass das da liegt. So, wir beenden unseren Zug. Und ich hoffe einfach, dass wir nicht noch ein weiteres Monster verlieren. Das wäre ganz nett. Das wäre ganz cool. X-Säbel Erbelum hat es nicht verdient, okay? X-Säbel Erbelum, komm schon. Als ob du einfach genau das eine Monster angreifst, was du zerstören kannst, wenn drei verdeckt liegen. So, das ist eine Chance von 1 zu 3. Aber du bist ein programmierter Computergegner. Du weißt einfach, welches Monster du angreifen musst. Das ist unfair, okay? Nein, Spaß beiseite. Okay, wir wollen nicht übertreiben. 1,8, das sind 2,9, das reicht nicht. Aber es reicht, wenn wir Raikou flippen. Also, wir flippen Raikou, lichtverpflichteter Jäger, und wir zerstören die verdeckte Karte, also das verdeckte Monster, und Millen 3. Was haben wir denn auf den Friedhof gelegt? Explodierdrache, Staubtornado, Schildstoß. Ja, also, ne, warte, die waren am Anfang. Das sind die Karten, die auf den Friedhof gelegt wurden jetzt. Spalt, Hammerschuss und Säbelkäfer. Also X-Säbel Erbelum ist verloren und Edelsteinritter Granat ist verloren. Okay. Und dann würde ich sagen, ist es Zeit für einen Angriff. Okay. Spaß ist vorbei. Keine Beschränkungsumkehr, keine Spiegelkraft, kein Ruf der Gejagten, kein gar nichts. Okay. Super flinker Mega-Hamster, beende das Duell. Das hätten wir. Okay. Wir haben gewonnen, aber wir mussten einige Opfer bringen. 934 Duellpunkte. Ich dachte mir schon, dass ich verlieren würde. Duellieren ist schwer, aber darum macht es Spaß. Hier, du kannst diese Karte haben. Ich bin nicht gut genug, sie zu benutzen. Bist du etwa Cyrus und willst mir Kraftbündnis geben? Krebons, oh, die Karte ist tatsächlich gut. Das ist eine der besten Empfängerkarten. Also früher zumindest gewesen, weil du kannst mit Notfallteleport beschwören und kann Angriffe annullieren, kann sich selber schützen, ne? Und vor allem ist es Stufe 2 und Malicious ist Stufe 6 und das bedeutet, zusammen sind sie Sternstaubdrache. Ja, ich würde sagen, wir speichern hier einfach mal. Das waren zwar nur zwei Duelle, aber das ging trotzdem relativ lang, okay? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dem Format haltet, ob ihr eventuell irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt und ja. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, dann aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte. Den Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.